Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in The War Within unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir finden können unter Quest und dann War Within. Und hier haben wir den Erfolg Kinderunterhalter. Und für diesen müssen wir Folgendes machen. Spielt mit den Weisen Mereldars jedes Spiel. Und das sind insgesamt 8 Stück. Und hier ist es so, dass wir zwei Optionen haben, das Ganze abzuschließen. Einmal geht es, dass ihr während der Kampagne einfach die Kampagne bis quasi Meryl da spielt, wo ihr dann irgendwann mit diesen Waisenkindern quasi auch während dem Kampagnenquest ein paar Spiele abschließen müsst. Da könnt ihr aber nicht alle fürs Achievement holen. Also da gehen, soweit ich weiß, die ersten 6, die beiden Herausforderungsdinger gehen da nicht. Und dann die zweite Option ist, zu warten, bis ihr die World Quest am Start habt. Und die schimpft sich einmal Arbeite hart, Spiel hart. Und dafür müssen wir 4-mal mit so Waisenkindern spielen. Und ja, ich werde das jetzt so machen oder habe das jetzt so gemacht. Ich bin jetzt hier in den Schlachtzug gegangen und wir werden diese ganzen Spiele jetzt mal mitnehmen. Ich habe schon 3 von der Kampagnenquest, da habe ich einfach irgendwas angeklickt, wusste auch nicht, dass es da ein Achievement gibt. Und wir werden jetzt aber alle nochmal ausprobieren. Mir wurde gesagt, manche von den Dingern sollen tatsächlich auch halbwegs schwer sein. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach, ne? Klicken alle mal durch, dann zeige ich euch, was man da machen muss und mal gucken, ob ich bei manchen ein paar Tries brauche. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten. Und zwar haben wir hier ein Waisenkind direkt an der Tür stehen. Was haben wir hier für eine Option? Ich spiele gern mit. Ich weiche vor keiner Herausforderung zurück. Okay, dann machen wir das doch mal. Okay, jetzt muss ich wen finden, oder? Kann das sein? Ah, wenn ich ins Mount gehe, dann ist schlecht. Ah, guck mal, das geht da hinten rein. Schauen wir mal, sind wir auf dem richtigen Weg? Nee, da oben wird schlecht. Okay. Ich glaube, was wir suchen müssen, ist draußen. Also das ist jetzt, glaube ich, das Versteckspiel. Jetzt gucken wir mal, wenn wir da hinten rumgehen. Nee, da wird es wieder schlechter. Hier wird es besser. Da müssen wir hin. Ah, da hat sich einer versteckt. Dass man in der Dunkelheit aufpassen muss. Okay, ich bin gut im Verstecken spielen. Aber seht ihr, Verstecken spielen hatten wir eh schon abgeschlossen. Jetzt würde ich sagen, machen wir das zweite. Es gibt nämlich auch hier den Herausforderungsmodus. Und wie gesagt, der soll ja nur in der World Quest funktionieren. Was haben wir jetzt? Dann wollen wir mal, wenn ich es mir recht überlege. Ja, machen wir das mal. Okay. Okay, jetzt schauen wir mal, wo wir hin müssen. Irgendwie tut sich jetzt an dem Balken gar nichts. Ja gut. Also das scheint irgendwie jetzt nicht mehr zu funktionieren. Das ist ein wenig komisch. Ja, okay, da muss ich mal gucken. Vielleicht buggt das auch gerade. So, ich habe jetzt nochmal ein bisschen geguckt. Auf WoW hat jemand gemeint, dass das quasi hier oben ist. Ah, seht ihr, da war er gerade. Da ist er gerade. Der William. Den können wir anklicken. Schauen wir mal, ob das gezählt hat. Ah, das hat gezählt. Also so wie es aussieht, dieser Balken, wo der ist, funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung, warum es den überhaupt gibt. Und wenn man hier quasi den Hügel rauf geht, also da unten ist das Waisenhaus, dann taucht so dieser weiße Strahl auf, den wir vorher auch hatten. Und dann rennt der hier rauf und runter und da muss man ihn einfach finden. Also ich weiß zwar jetzt nicht, warum unten diese Leiste angezeigt wird, die bringt einem dann gar nichts. Aber einfach den Hügel hier ein bisschen gucken, da müsste er rumlaufen. Als nächstes hätte ich gesagt, machen wir die Kinder, die rumlaufen. Ich glaube, die müssen wir einfach nur anklicken. Jetzt schauen wir mal. Also, du bist... markieren müsste das sein, oder? Das hatten wir vorher noch nicht. Genau, also die müssen wir einfach nur anklicken, einen von beiden, dann haben wir markieren. So, jetzt haben wir hier das mit dem Zieltreffen. Ich meine, das hatten wir schon mal. Treff das Ziel, genau das hatte ich in der World Quest gemacht. Da müssen wir einfach hier quasi nur... draufschmeißen. Genau. Also noch ein bisschen. Aber gut, das habe ich eh schon abgeschlossen, so wie es aussieht. Okay, jetzt gehe ich mal aus der Gruppe raus, weil jetzt habe ich eh nur noch 3 offen. Beziehungsweise 4 mit dem einen, was ich euch dann noch zeigen muss. Ich weiß gar nicht, welches ich dann auch noch gemacht habe. So, als nächstes sprechen wir dann mit den 3 Kindern, die hier vorm Haus stehen. Da kriegen wir einen extra Buttons. Ah, das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Da dürfte wahrscheinlich jetzt nichts vorangehen. Man muss, glaube ich, einfach nur jeden Button einmal drücken, heißt's.
Schauen wir mal. Ja, man muss einfach nur jeden Button einmal drücken. Es musste jetzt, unheimliche Ungeheuer müsste das jetzt wahrscheinlich gewesen sein, ne? Weil wir haben jetzt eins abgehakt bekommen und dementsprechend die anderen sind geblieben. Okay, dann sind es jetzt noch die drei, die wir noch offen haben. Und da hatte ich jetzt gesehen, hinten haben wir noch einen stehen, an dem Zaun dran. Der müsste hier Boden ist unter Wasser sein und das andere auch. Und jetzt gucken wir mal, das soll das Schwere anscheinend sein. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal oben noch. Da ist noch eins mit, wer ist der Gruseligste, genau. Okay, also jetzt gucken wir mal. Wir haben hier drei Kinder oben. Und da können wir jetzt schauen, wer der Gruseligste ist. Und wir picken jetzt einfach hier eine Rubian. Und das war's. Also, mehr ist es nicht. Da muss man einfach nur den Dialog. Ich weiß jetzt nicht, ob Kobis auch gehen. Aber wahrscheinlich geht das tatsächlich auch. So, und dann haben wir jetzt noch das quasi letzte Kind. Und das sollte das Schwere haben. Boden ist unter Wasser. Da gibt es einmal das Normale und Herausforderung. Und ich würde sagen, das testen wir jetzt auch mal. Gut, starten wir mal rein. Und zwar, ich spiele gerne mit. Damit müssen wir jetzt auf der Mauer hier oder auf dem Zaun laufen. Ich sehe schon mal nichts. Wahrscheinlich dürfen wir nicht runterfallen. Springen wir mal hier rüber. Okay. Okay, da sind wir zu kurz gesprungen. Ah, okay. Wir müssen wahrscheinlich dann einmal hier komplett hinten durch. Probieren wir es gleich mal nochmal. Ich mag das, wenn der Stern leuchtet. Ich bin zu weit gesprungen. Okay, ich glaube, das muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Hier von oben? So, okay, einmal dahinter. Okay. Um. Dahin, okay. Gut, und dann mit dem Quatschen. Waren jetzt drei Tries, habe ich gebraucht. Also es geht schon. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch das Schwerere an. Oder jetzt gucken wir erstmal noch ins Achievement. Genau, das hat es jetzt einmal abgehakt. Jetzt haben wir nur noch den Herausforderungsmodus. So, dann machen wir jetzt den Herausforderungsmodus. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen anders laufen. Und zwar können wir nicht mehr hier rum, sondern wir müssen jetzt hier hinterspringen. Also da einmal drauf. Dann müssen wir hier auf das Fass. Dann auf das Fass drauf. Dann ganz nach vorne. Und hier rüber. Und jetzt ist es quasi ähnlich wie vorhin. Also wir müssen quasi hier rüber springen, da. Und hier ist jetzt so eine Flagge. Und dann müsst ihr hier, 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 hier. Ich versuche mir das jetzt mal zu sparen. Ich habe nämlich diese Druid-Reisegestalt. Und versucht da auf den Pfosten rüber zu kommen. Wir müssen nämlich auch wieder zu dem Kind. Jetzt gucken wir mal. Scheiße. Diesmal war es zu weit. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ja, okay. Dann machen wir das nochmal. Mein Cheese hat nicht funktioniert. Ich dachte, ich kann ein bisschen abkürzen. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir das nochmal hinkriegen. Also, wir müssen hier leicht querspringen, dass wir nicht zu weit kommen. Dann hier einmal auf das Fässchen. Machen wir nochmal einen Step vor. Dann auf das Fässchen. Ganz nach vorne. Oder wir probieren es jetzt normal. Ach, kack, jetzt bin ich runtergelaufen. Ja, okay, so viel dazu. Die Erwachsenen sagen, dann machen wir noch einen Try. Also hier, und dann springen wir wieder ein bisschen oh, ich bin hängen geblieben, ups. Kommt ihr von nix. Oben? Ah, ist doch nicht so einfach hier, ne? Ist Deckung wichtig. Ah. So. So, dann nach vorne. Hier hoch. Ich probiere mein Schießen nochmal, ich sag's euch. Diesmal hat's geklappt. Klicken wir uns mal weg. Nice, da ist mein Achievement. Also ihr müsst halt dann wahrscheinlich hier hinten rumspringen. Mit dem Hexenmeister könnt ihr Skate aufstellen. Mit dem, glaube ich, dem Worry habt ihr einen Sprung und so. Also es gibt einen Haufen Möglichkeiten, um quasi ein bisschen abzukürzen.
Sonst müssen wir halt hier hinten so rumhampeln. Aber das wollte ich mir jetzt nicht auch noch antun. Da dachte mir so ein bisschen, die Druid-Fähigkeit will ich schon auch noch benutzen. Gut, das waren jetzt tatsächlich dann alle Spiele. Eigentlich sind nur die beiden, Boden ist unter Wasser, ne? Das sind die schweren. Alles andere ist eigentlich relativ easy. Gut, dann wünsche ich euch viel Glück bei dem Gechampe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viel Tries ihr gebraucht habt. Ich habe jetzt auch schon ein paar gebraucht und habe ja auch noch ein bisschen gecheatet am Ende. Schreibt auch gerne rein, verschiedene Klassen, wenn ihr irgendwelche Tricks noch habt. Vielleicht hilft es Leuten, die es jetzt vielleicht so nicht hinkriegen. Und ja, dann sind wir durch mit dem Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.